Wir freuen uns sehr, dass Offenbach der Projektschwerpunkt ist für diese Kampagne, 1000 mutige Männer. Aber es geht nicht nur darum, mutige Männer zu finden, sondern Bürgerinnen und Bürger zu finden, die den Mut aufbringen, die Trägheiten des Alltages zu überwinden und tatsächlich sich um ihre persönliche Vorsorge zu kümmern. Und mehr noch als das, nicht nur ihre persönliche Vorsorge, sondern wenn sie tatsächlich die Vorsorge für sich wahrgenommen haben, den Nächsten an die Hand zu nehmen, der nächste Mensch, der für sie Bedeutung hat, ihre Partnerin, ihren Partner, einen Arbeitskollegen, einen guten Freund, irgendjemand, den man schon lange nicht mehr getroffen hat, um zu fragen und sich persönlich davon zu überzeugen, ob auch diese Person schon an der Vorsorge teilgenommen hat. Denn das Wesentliche, was wir mit dieser Aktion erreichen wollen, ist gar nicht so sehr über Menschen in Krankheit zu reden, sondern im Idealfall über gesundes Leben und Beibehalten des gesunden Lebens reden zu wollen.